Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jilos TV. Eine erste Folge Tom Clancy's The Division 2 in unserem Let's Play Together Format. Mit dabei unser Flashy. Hallo! Okay. Oh, guck, er salutiert sogar. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, in welchem Rahmen wir dieses Spiel letzten Endes ja hochladen werden, weil so ein richtiges Let's Play bietet sich bei The Division 2 eigentlich nicht an, weil man dafür zu viel Crap immer wieder wiederholen muss, was halt auf Dauer einfach langweilig ist. Wir haben jetzt so quasi die ersten beiden kleinen Missionen gespielt, also Charakter kreiert, dann gibt es so eine kleine Sequenz, wo man ein bisschen ballern muss und dann muss man das Weiße Haus befreien. An dem Punkt sind wir jetzt angelangt und stehen quasi vor unserer ersten Hauptmission, die wir jetzt auch in Angriff nehmen werden. Und ich denke, dass sich dieses Let's Play dann auch in diese Richtung entwickeln wird, dass wir halt jetzt erstmal nur die Mission zeigen, also was euch da erwartet, wie das Spiel aussieht, vielleicht für Leute, die dann einfach Bock haben, ein bisschen herum zu experimentieren, ob das Spiel was für sie ist. Oh, da sind schon mal ein paar Gegner, sehr schön. Yeah! Aim Master! Aim Master! Ja, wo ist er hin? Deine Mutter ist einen Schritt zu weit. So, die Ich Gegner glaube, sind du schon wurdest tot. unterbrochen. Ja, ich wurde unterbrochen von diesen fiesen Von Gegnern. diesen Lutschis. Also wir machen halt hauptsächlich jetzt die Mission hier erstmal in diesem Let's Play, dass ihr so einen Überblick bekommt, was man da so zu tun hat und so weiter und so fort, um vielleicht auch ein paar Leuten ein bisschen Tragbares Lust zu Gerät machen. erkannt. Und werden darüber hinaus aber mit anderen Charakteren auch noch Guides und Tutorials produzieren, so wir dann irgendwann so weit sind, dass wir davon Ahnung haben. Und dann schauen wir einfach mal, was das hier so wird mit Division 2. Wo schießt du? Achso, da holt er immer die Vögel aus der Leipzig. Ich bin wieder dabei, Tiere zu töten. Es tut mir leid. Nice, sehr schön. I'm so sorry. Sorry, dude. Aber wir sollen ja die bösen Hyänas töten. Hyänas, da sind sie wieder. Also was halt richtig cool ist, sind halt zum Beispiel jetzt so dieses Handy, das wir hier gerade gefunden haben. Das sind immer so Rückblicke auf die. Lol, der war schnell wieder abgetaucht. Ich kam einmal so hoch, guckte einmal, zack, war er wieder weg. Was wollte ich dir jetzt gerade sagen? Komm, nimm das auf. Handys und Genau, so. Handys. Die geben halt so einen Einblick in die Geschichte von dem Spiel, also wie es früher war, wie es dazu gekommen ist, dass dann halt hier dieses grüne Virus ausgebrochen ist. Oh Gott, schon wieder am Ballern. Ah, das ist schon mal eine Hinrichtung, die wir Schön. hier verhindert haben. War gut, dass man nicht auf die schießen kann. Waffe ist so schlecht, ey. Ja, ist auch richtig geil. Die trifft nichts. Die trifft nichts. Ja gut, ich bin mir aktuell nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich schlecht bin oder ob die Waffe einfach scheiße ist. Jetzt habe ich auf jeden Fall drei Waffen gefunden, da ist bestimmt was Vernünftiges dabei. Ich denke, dass du schlecht bist, aber. Denke auch, ja. So, dann nehmen wir doch mal die AKM, die gute. Ich nehme jetzt mal hier die P416. Also ganz wichtig, das haben wir mittlerweile festgestellt, diese Koffer, die überall liegen, die solltet ihr auf jeden Fall looten. Es ist also durchaus sinnvoll in diesem Spiel auch mal nach links und nach rechts zu gehen, jetzt nicht nur straight den Weg zu laufen, pardon, sondern sich auch mal so ein paar Gassen anzuschauen, wenn es denn welche gibt, oder in Häuser reinzugehen, wenn es da die Möglichkeit gibt und sich da den ganzen Kram eigentlich wegzulooten. Ich muss gerade sagen, es läuft gerade ein bisschen laggy bei mir irgendwie. Echt? Ja. Hast du die Grafik? Nee, nee, also das wird dann wahrscheinlich OBS sein, schätze ich mal. Bist du schon wieder am Ballern? Ja. Ja, sicher. Meiner Uzi. Von hier aus treffe ich. Oh, da oben. Hure. Da wollte er mich umlaufen, ey, einfach so. Der fiese Map. Wir wissen halt jetzt aktuell auch noch nicht so mega viel darüber, wie das Equipment so ist. Also was man halt hier braucht, was man am besten mitnehmen kann, was man am besten liegen lassen sollte. Da werden wir uns erstmal so einen kleinen Überblick drüber verschaffen. Unsere, ich sag mal, Main-Charaktere sind jetzt aktuell Level 8, also auch noch nicht ganz so weit. Und wenn wir da mal so ein bisschen Plan von haben, worauf es eigentlich ankommt in diesem Spiel, dann werden wir mit Sicherheit auch mal die ein oder andere Hilfestellung für andere Spieler bringen. Also ein bisschen was online stellen, um hier so ein. Oh, hier sind Gegner. Oh, hier sind Gegner! Das ist eine Ratte. Wow. Eine Ratte. Das riecht doch nach einer Granate. Ja, nice. Ja. Granate erledigt! Du hast. War Tragbares falsch. elektronisches War im Gerät falschen erkannt. Moment. Ich Ist war ein schon. tragbares elektronisches Gerät irgendwo?
Ach du Scheiße. Aber ich hab's noch nicht gesehen. Muss eigentlich genau hier irgendwo liegen, in diesem Ding hier. Oder liegt das hier eventuell drunter, in irgendeinem Keller? Dem Pfeil nach zu urteilen, würde ich sagen, unten in irgendeinem Keller. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Gasse, hier kann man mal reingehen. Ach, ist das ein Koffer? Also in diesen kleinen Koffern findet ihr halt immer... Okay, das kann man nicht kaputt machen. Findet ihr immer relativ viele Sachen, sowas wie zum Beispiel Stahl und so. Der ist insofern relevant, als dass ihr ihn nachher spenden müsst oder könnt. In den jeweiligen Habitaten und da dann halt Upgrades mitkaufen könnt. Also von daher eigentlich sollte man den Scheiß immer mitnehmen. Gut, hier geht's jetzt immer weiter und immer weiter, aber... Und dient natürlich auch dazu, man kann später, wenn man voranschreitet in den Hauptmissionen, spielt man auch, beziehungsweise befreit andere Charaktere, die für einen arbeiten oder einem quasi als Companion quasi helfen. Und unter anderem ist einer dabei, der auch Sachen für euch craften kann. Also dann könnt ihr euch selber Ausrüstung herstellen, wie Waffen, Holster, Rucksäcke, Brustpanzer etc. pp. Steht hier auf einmal ein Reh vor mir. Oh, hier kann man glaube ich auch noch reingehen. Oh, das sieht gut aus. Ja, ich gehe hier mal weiter. Oh, Dark, hallo? So ein Müller mal. Kann man auch plündern? Tragbares Gerät erkannt. Ach, guck, da ist das Handy, wahrscheinlich. Hier ist noch Müller mal. Da ist es, siehst du an. Das ist ein Dach. Was soll damit sein? Es ist leicht zu verteidigen, weißt du? In der Tat. Und gleich beim FBI. Schon wieder Schießerei hier. Die JTF ist in dieser Gegend ziemlich präsent. Ehrlich? Ah ja. Wo seid ihr, meine lieben Gegner? Hinter diesem komischen Lamm. Da ist er, hier down. Oh, zweimal Handschuhe bekommen, nice. Ich glaube hier weiter, die Straße lang. Hier ist glaube ich auch noch irgendwas gewesen. Ja, hier gibt's überall irgendwas, aber da sind wir dann 3,5 Stunden mit beschäftigt, bevor wir dieses Theater erreichen. Ja gut, ich glaube jetzt erstmal hier weiter den Weg Richtung Theater. Ja. Hier ist wieder ein Echo. Oder hier ist das erste Echo. So. Ja. Habe ich mir gestern schon angeguckt. Das ist die Theatersiedlung. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Also wie gesagt, hier jetzt auf dem Ding werdet ihr in erster Linie die Hauptmissionen und die Nebenmissionen sehen. Theoretisch kann man sich auch so ein Echo mal angucken. Die sind auf jeden Fall sehenswert. Also wenn ihr es selber spielt, solltet ihr euch die Kacke auf jeden Fall anschauen. Die Kacke. Mir fiel jetzt gerade kein anderes Wort ein. Die richtig geilen Sequenzen solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ist absolut sehenswert, gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt, wie Floschi gerade sagte, uns alles anschauen, was wir hier finden, dann werden wir relativ lange unterwegs sein. Du bist jetzt schon in dem Stützpunkt drin, ne? Korrekt. Also das ist jetzt so der erste Stützpunkt, den ihr dann auch ausbauen müsst. Also da müsst ihr halt Ressourcen sammeln, Quests erledigen, um diesen Stützpunkt zu alter Blüte auferstehen zu lassen. Hier gibt es dann auch die erste NPC-Dame, die euch neue Aufträge gibt. Oh Gott, ich habe irgendwie eine ungesunde Gesichtsfarbe, muss ich gerade sagen. Jetzt dein Charakter oder ja, du so selber? Ja, so ein bisschen orange irgendwie. Du selber? Nee. Ja, nun machen wir weiter. Dass man diese ganzen Sequenzen angucken muss, ne? Ich kapiere das nicht. Jedes Spiel bietet da die Möglichkeit, den Kram zu verneinen. Also zu sagen, nö, will ich nicht gucken. Aber The Division ist da irgendwie noch nicht ganz so weit. So, lassen wir mal kurz die beiden Seile runter. Dass man hier immer schön schnell hochkommt. Dann wollen wir mal kurz mit der NPC-Dame sprechen. Oh, Gott sei Dank ist der Dialog nicht ganz so lang. Deine Alkoholiker. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Oh, die hat kaputtes Bein. Ekelhaft. Aber ich würde sie nur die hat gefühlt alles kaputt, die Frau. Ja, ist ziemlich zerstört auf jeden Fall.
Ich finde diese Animation von Trinken in Spielen immer so geil. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das wirklich vernünftig gemacht hat. Aber dieser verfluchte Arenas nahm mir mein kleines Mädchen. Oh, mein kleines Mädchen. Bitte uns zurück. Wenn sie mir helfen, stehe ich in ihrer Schuld. Ich stehe in ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schuld. Komm zurück. Schick. Komm zurück. Bam, 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 bam. So, ich habe die Quest bekommen. Neuer Einsatz. Hotel Grand Washington. Okay, alles klar. Ja, okay. Jo, tschüss. Danke, danke. So, Quests annehmen. Kann man das überhaupt schon? Ich glaube, hier kann man noch nichts, aber man sieht ja gut, hier man muss die Hauptquest... dass du die Quests kriegst, dass du die Quests, genau, wenn du die bearbeitest. Man muss jetzt aber die Hauptquest erst erledigen, um dann die Nebenquest annehmen zu können, um dann halt diesen Stützpunkt auszubauen. Ja, deswegen gehen wir jetzt auch direkt mal runter. So, ich bin unten. Ja, I'm on my way. Bzzzt. Die ganzen Siedlung kannst du rennen, außer wenn du hier durch den Tunnel läufst. Da musst du normal laufen. Warte, ja, Quatsch. Ist halt Benehmen angesagt. Ja. Das ist quasi wie im Schwimmbad, nicht rennen. Das ist nicht, dass sich einer verletzt, ne? Sir! Da geht der Arbeitsschutz auch in den USA vor. Auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall erstmal eine vernünftige Waffe. Das Ding hier ist irgendwie Krebs. Wo rennst du eigentlich wieder lang? Oh. Bin hier reingegangen, weil hier waren Kisten. Kiste. Schieß doch einfach aus! Oh mein Gott! Wo? Ach da. Beruhig dich ein bisschen, ne? Und die kriegen jetzt auch eine Granate ab, ey. Tschüss. Nein, jetzt gehen die weiter, die Idioten! Sind die genau in die Granate reingelaufen, die Affen? Hier war ein Tragbares Gerät. Hier ist noch ein Handy, ja. Hier am... am Schrottplatz. Wo sind die Gefangenen? Mich hat ihr Gejammer genervt. Also hast du sie gehen lassen? Nein, ich hatte ihr Gejammer genervt. Du Idiot, wir wollten die eintauschen. Hast du sie gehen lassen? Nein. Und was wirst hast du sie getötet? Sagen, nein, die Hunde haben sie getötet. Achso, ja, okay, dann ist okay. Ich hab sie nicht getötet. Ach, so ein Rucksack. Welche Hunde? Keine Ahnung. Hunde halt! Ich kenn die Namen von wow. Was hast du da? Verdammt hungrig. Wow, wow, wow. Was ist denn hier? Das Hotel ist explodiert. Okay, ich bin wieder erschrocken. Darauf sollten Sie reagieren. Begeben Sie sich zum Liefereingang auf der Ostseite. Wird der jetzt bei dir auch explodieren, oder? Ist schon. Also es war quasi durch dich explodiert. Kommt, ihr Schlappen! Komm, komm, komm! Bam! Headshot! Bitch! Er ist down. Rechts steht noch einer hinterm Kartonstapel. Got him. So, dann wollen wir mal rein in das kleine Hotel. Und mal gucken, ob wir da einen Gegner finden. Ich denke nicht. So, ein bisschen neue Munition und dann geht das auch schon los. Die Yorktier-Gebäude. Wo geht's denn lang hier? Wir fahren hier sind Gegner. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ganz wichtig halt immer, dass man den Granaten ausweicht. Die tun dann teilweise doch schon relativ gut weh. So. Vor allem die Gegner, die einen Granatwerfer haben, sind auch ganz nett. Ja. So, immer so ein geiles Geräusch. Fumpf, fumpf, fumpf. Wer ist hier? The same. Unangenehmer Typ. Richtig unangenehmer Typ. Nochmal Munition auffüllen. Haben wir jetzt vor 3 Minuten erst gemacht. Alles klar. Chillig, chillig. Das Gute ist, man füllt gleichzeitig direkt für den Teammate mit auf. Muss dann hier auch noch draufklicken. Da oben steht er, der Pimmelberger. Also schon ein bisschen was explodiert hier. Ich laufe mal ein Stück weiter. Ich geh ran! Die Nate kommt. Die werfen ja auch so komische Rauch-Nates. Ich geh mal hier in der Mitte. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Oh Junge, nun versteck dich da nicht. Minigun, was? Alter, da bin ich ein bisschen hängen geblieben. Schön mal deine Base. Okay, hier oben kommen ganz viele. Gesehen. Down. Noch einer zu dir.
Das war jetzt nicht ganz so schlau, was wir gemacht haben. Der geht auch jedes Mal aufs Dach, ey. Komischer Typ. Macht immer das Gleiche. Jedes Mal? Hey, wir haben diese Mission noch nie gespielt. Noch nie. War die in der Beta auch schon? Ich weiß ja, gar nicht. Ja, die war in der Beta auch schon. Hier auf dem Dach. Ah, ja, Schimmer. Du bist eben ein Stückchen weiter vor mir. Angriff! Ist nur noch einer übrig. Den kannst du killen. Hehe, Feuerlöscher. Hey. Warum geht der gar nicht hoch? Und weiter geht's. Und weiter geht's. Also während der Mission tatsächlich gibt es relativ wenig Loot, auf den man achten muss. Also ich habe da bis jetzt immer nur so ganz vereinzelt meinen Rucksack gesehen. Das ist cool. Man kann sich halt wirklich auf die Mission konzentrieren und muss jetzt keine Angst haben, dass man jetzt irgendwie mega den Loot verpasst. Da hinten ist ein lilaner Miniboss. Der wirft jetzt gleich eine Nate, glaube ich. So. Oh, einer noch hier. Zwei noch. Wo ist der letzte? Ah, da. Alles klar. Down. Ich muss ja sagen, ich hätte auch gerne deine Waffe. Willst du sie haben? Ja, diese, wo du halt jeden Schuss quasi. Wieso liegt hier ein toter Hund? Diese Single Shot. Ja, genau. Ich habe einen Haufen Munition gefunden. Ich werde sie sprengen. Ich muss mal eben kurz mein Equipment anpassen. Ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden. Das würde ich einmal ganz ja. gerne. Vielleicht habe ich auch noch eine. Wobei ich. Ah, wir haben noch vielleicht eine. Vielleicht habe ich ja noch. Vielleicht habe ich auch noch so eine. Diese Feldbehälter sind halt richtig cool, die bekommt ihr bei jedem Stufenaufstieg, ist in der Regel immer eine brauchbare Waffe drin, jetzt in dem Fall leider nicht, wobei die Uzi wahrscheinlich besser sein wird als meine jetzige. Ja komm, nehme ich die mal mit. Hier ist noch eine Zweischusswaffe, die kann ich dann direkt mal als Zweitwaffe ausrüsten. Was hast du gekriegt? Bist du schon Level 3 oder was? Ich bin Level 2. Dann habe ich die wahrscheinlich schon aufgemacht. Ja, da gehe ich auch ganz schön von aus. So, alles angepasst. Dann geht es weiter. Okay, chill mal in den Base. Hast du Granaten geworfen? Nee, ich schieße auf die, hab auf die Behälter geschossen. Oh. What the fuck, Alter? Was zum Geier? Das war ich jetzt nicht. Diese Explosion war heftig. Ich hoffe, ich atme kein Asbest ein. Ah, okay, die Explosion kommt jedes Mal. Einen Spruch einreichen. Let's go! Let's go, 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 oh, oh, oh. Dance, dance, dance with me, baby, dance with me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, come on. Danny? Hä? Schau mich mal kurz an. Ich hab die Tür schon auf, wieso? Schau mich kurz an. Wow. Oh yeah. So, ich bin ready, let's go. Ich glaub, dass ich meine Waffe nicht ziehen kann. Mach ich mal auf, Dicker. Komm, die Tür auf. Ich bin schon durch. Und, tschüss. Ja, ich muss beide Türen aufmachen, ich passe uns nicht durch. Munitionskiste läuft bei uns. Hört euch auf! Deine Mutter! 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 Deine Mutter. Oh, hier ist! Woo! Bitch! Hier war nix. Wo sind sie? Wo sind sie? Da! Aua! Down! Dass ich hier nichts sehe. Dann gehen wir weiter. Bei mir ist noch einer. Ja. Bei mir war noch einer. Down. Was liegt da unten? Wow, Explosion. Hey, Feuer, Hilfe. Hilfe. Ist hier beim letzten Mal auch so viel explodiert? Nee, ich habe beim letzten Mal auch nicht auf so viele Sachen geschossen. Naja, machen wir einen Sieb aus uns.
Viel Glück, du Arsch! Viel Glück, du Pitcher. Ich bin auf dem Dach, warte auf Verstärkung. Ich kann sie sehen, Kelso. Wie ist sie eigentlich aufs Dach gekommen? Hat die sich auch durch die ganzen Gegner gekämpft und die sind danach alle wieder auferstanden oder was? Ja, ja klar. Uff. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Ah, jetzt kommt die hier wieder schön an der Perlenkette langgezogen. So wie man es machen muss. Geile Taktik, Leute. Das hat richtig viel gebracht. Wo kommen die eigentlich her? Die saßen hier wahrscheinlich in diesem Ding und haben sich gegenseitig durch die Gegend geschoben oder so. Ja, ja. Ich denke, die haben sich auch gerade an den Koffern zu schaffen gemacht. Die haben andere, also andere Leute Unterwäsche angezogen und sowas. Bosskampf! Oh yeah, hier hoch. Let's go. Ich laufe rechts rum. Was? Ist ja komplett anders. Ja, komplett anders als beim letzten Mal. Dann kannst du mal mit dem NPC kämpfen. Die haben mir beim letzten Mal total, die sind total auf die Nerven gegangen. Ey. Blöde Kuh. Achso, hier kann man gleich hochklettern, okay. Ist hier irgendwo sinnvollerweise eine Granate, die man werfen kann? Nein. Ich kämpfe! Bam, 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 bam! Wieso ist die jetzt schon wieder bei mir? Ach, die ist immer bei mir da wahrscheinlich. Der ist da. Wer denn? Worüber redest du? Die, achso, der die NPC. Wo sind die ganzen Gegner? Wo sind die ganzen Gegner? Ich sehe nichts. Wo sind die ganzen Gegner? Hallo? Hallo? Da oben. Hast du als Fertigkeit eigentlich genommen? Immer Reparaturdrohne als erstes. Okay. Hey, 6000. Sieht aber eher nach einer Kampfdrohne aus als nach einer Reparaturdrohne. Das ist nicht meine, das ist ihre. So langsam alles down. Das ist immer so ein leichtes Gemetzel hier, wa? Leichtes Gemetzel. Eleanor. Ach, das musst du hier aufmachen wahrscheinlich. Nee, sie auf. Ich bin am Looten. Aber ja noch was. Deine Mutter hat es geschickt. Deine Mutter hat es geschickt. Was, meine Mutter? Meine Mutter hat es geschickt. Junge, chill mal deine Base. Missionsziel begonnen! Was? Missions? Was? Hä? Was? Komm, weiter geht's, komm, wir haben keine Zeit. Die Gegner dringen von der Straße ins Gebäude ein. Gehen Sie und kümmern Sie sich darum. Ich hole. Wir haben schon die Packung ihres Lebens bekommen und schicken hier mal noch mehr Leute rein. Ich würde doch dann irgendwann mal sagen, okay, sorry, die Typen da drin, die haben God-Mode an, wir kämpfen jetzt nicht mehr. Tschüss. Ja, ohne Scheiß. Ja, wir schicken nochmal 100 Leute rein. Viel hilft viel, ja, vielleicht. Wir haben sie endlich down. Es sind aber auch nur 336 von uns gestorben. Yeah! Gute Quote. Auf jeden Fall haben die Hyenas eine ganze Menge Leute. Oh, jetzt bin ich aber am Gatling hier. So, oh ja, Bitch. Links oben war einer. Ausgang ist offen. Na komm, zeig dich. Wo bist du? Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Komm, komm, zeig dich! Da! So. Und tschüss. Manny, ist Odessa zu sprechen? Ich hole sie dazu. Odessa? Ganz schön knappe Geschichte hier schon wieder. Jo, das wäre fast ins Auge gegangen, oder? Das wäre fast ins Auge gegangen. Da haben wir Glück gehabt, ey. Gott sei Dank. Ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. Bis bald. Huh.
Nee, nee, Harale. Nee, wir müssen hier lang. Aber warum? Wir sind doch von da Ach, keine Ahnung. Ich hab hier nur Schüsse gehört. Okay, ich komm. Nebeneinsatz entdeckt. Gegner voraus. Nein! Ach, okay. Ich dachte, die haben schon wieder hier eine... Ne, ich dachte, das wäre schon wieder eine öffentliche Hinrichtung und wir waren zu spät, aber alles okay. Unsere Kollegas haben sich nur gewehrt. Was ist das? Gott sei Dank. Explosion, rechts! Gegner, 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 überall, überall! Flushy, rechts! Alter, du hast doch wieder gesoffen. Du hast doch wieder gesoffen. So, jetzt müssen wir wieder Koffer und sowas sammeln, ne? Ja, ich kriege ja schon wieder durch den Müll. Ja. Da gehörst du hin. Koffer sammeln. Oh, hier ist auch noch ein Gang. Hier ist ein Gang runter. Hier ist ein Koffer, beziehungsweise ein Rucksack. Das war doch jetzt die erste Hauptmission, oder? Das war jetzt die erste Hauptmission. Aber jetzt laufen wir nochmal zurück zur Base und dann müssen wir nochmal kurz mit der komischen Tussi reden. Und dann müssen wir hier, richtig geil. Oh, hier ist ein Lager. Diese Lager sind übrigens richtig cool. Da gibt es nämlich in der Regel immer eine große Waffe. Oder auf jeden Fall was. Eine Rüstung. Also auf jeden Fall irgendwas Grünes in der Regel. Ja, ja, irgendwas Besseres. Oder blau. Ich hab was Blaues bekommen. Okay. Eine Jogginghose habe ich hier gefunden. Cool. Und hier war ich gerade eben schon. Jetzt sind wir nämlich direkt an der Base. Jetzt, oh, das war doch der absolute Geheimgang. Wahnsinn. Ja, das gemacht haben. So, dann wollen wir mal direkt das, das Kabel benutzen, um da hochzukommen. Nehmen wir nämlich dieses hier. Tchaikovsky. Also ich weiß nicht, ob der Tipp bei Cody gerade links auch erschienen ist. Auf jeden Fall sind die Haupteinsätze einfach die Story-Mission und jede Siedlung hat noch Nebeneinsätze, die teils automatisch, teils muss man die annehmen, erfüllt werden und dafür sorgen, dass die Siedlungen besser ausgebaut werden, beziehungsweise, wie vorhin schon gesagt, dass ihr Blaupausen findet und dann tolle Sachen herstellen könnt. Es ist schlimmer denn je, Odessa. Wir kommen gerade so über die Runden. Und endlich ein Grill, wie geil ist das? Uns. Ich helf euch doch. Ich helf euch doch. Nur nicht so, wie du es gern hättest. Nur nicht so. Wir brauchen dich da draußen. Dein Bein ist kein Hindernis. Darum geht es nicht. Das ist mir schon klar. Weißt du, wie die aussieht? Aber die Frau, die Schwarze. Okay. Sieht aus wie Danny Glover mit langen Haaren. Okay. Wie wäre sie aus? Wie Danny Glover. Von Lethal Weapon. Der Schwarze. Ach so. Ja. Die sieht genauso aus, nur halt mit langen Haaren. Also eine weibliche Danny Glover quasi. Ich warte draußen. Richtig, richtig gut gemacht. Ich habe auch komische Scary Vampir-Augen, ey. Weil das mich da geritten hat, als ich die gemacht habe. Sie sagt, sie hätten geholfen. Das vergesse ich Ihnen nicht. Das frage ich mich so oft bei dir. Boah, Alter, das ist aber echt krass, was ich mir da für Augen gemacht habe, ey. Hoho. Wahnsinn! So! Haupteinsätze! Fertigkeitenfreistellung, auch sehr wichtig. Neues Personal rekrutieren. Okay, alles klar. Tutorial beenden. Wir brauchen SAD Technology. Shade. Tech. Alles klar. So, jetzt würde ich erstmal die Quests annehmen. Das ist auch ziemlich cool. Da kann man dann halt quasi Gebiete zurückerobern. Da kommen wir aber später nochmal zu. Das werden wir auch mal in einer Episode auf jeden Fall machen. Und das mal zeigen, wie das so abläuft. Wir haben jetzt endlich den Grill, der funktioniert. Hast du die ganzen Quests? Ja, du hast die ganzen Quests, glaube ich, schon angenommen, oder? Ne, da ist noch eine. Ich hab die jetzt. Ich weiß es aber nicht genau. Wo ist noch eine? Ach, da hinten. Noch mehr leere Batterien. Scheiße. Die Anfertigerin. Also diese Anfertigung, die ist jetzt zum Beispiel auch im White House offen. Also da kann man dann halt auch Sachen anfertigen. Schön, Sie kennenzulernen. Und darum geht es eigentlich letztendlich. Also diese Basen quasi verbessern. Dadurch kriegt man dann das Personal ins Weiße Haus und dadurch kann man halt mehr Sachen machen. Okay, das ist der Tracker, das ist unproblematisch. Da brauchen wir nichts zu sagen. Ah, ich will nur ein Kästchen bekommen. Gut, ich glaube, wir haben die Nebenquests. Kann man hier nochmal kurz gucken. Fortschritt. Also jetzt haben wir halt den Einsatz, der hier gerade unten stand, der ist jetzt quasi erledigt, der Einsatz. Also Einsatz erforderlich, das war die Hauptmission. Jetzt kann man halt drauf gehen und diese ganzen Sachen hat man jetzt halt zu erledigen. Und wenn die Sachen halt erledigt sind, dann bekommt man halt, also zum Beispiel für diese Projektjagdgruppe und Projektbergungsteam bekommt man zum Beispiel Blueprints, mit denen man sich dann halt wieder Sachen craften kann. Also ziemlich cooles System an sich. Diese Projekte, die werden hier unten gemacht. Da kann ich, denke ich mal, auch schon direkt ein bisschen was spenden. Stahl ist
gespendet. Brustpanzer ist gespendet. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht den gespendet habe, den ich... Ja, ist auch egal. Ja, das muss ich auch noch mal kurz gucken. Kurz ausrüsten vorher. So, dann das hier nochmal. So, Handschuhe auch gespendet. Ich habe jetzt einfach mal gespendet. Die ganzen Gegenstände am Anfang, die sind sowieso alle unterm Strich so schwach, dass es egal ist, was man davon direkt jetzt anhat. Aber jetzt habt ihr gesehen, also jetzt haben wir die Projekte halt schon unterstützt und im weiteren Verlauf müssen wir dann halt noch kleine Missionen machen. Das ist zum Beispiel Hinrichtungen verhindern, die wir ja schon gerade am Anfang gesehen haben. Und dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen. Nichtsdestotrotz, wir haben den ersten Haupteinsatz erledigt, sind wieder zurück in der Base. Ab hier geht es dann in der nächsten Folge weiter, denn wir sind am Ende unserer ersten kleinen Episode zu Tom Clancy's The Division 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch Spaß gemacht hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet, ein kostenloses, oder auch einen Daumen hoch für das Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.